Hallo? Ist jemand hier? Kleines Kerlchen? Hast du Hunger? Hä? Echt süß. Chris, bist du hier? Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo, was haben wir denn hier? Ich wühle lieber nicht in den Sachen von Chris. Sam, hey, du bist hier. Oh, also, ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Krass.
suchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Wer hat das wohl geglaubt? Tada! Ziemlich krass, oder? Ja! Komm schon, das sind coole Babys! Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Ich hab dich erwischt! Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Mann, das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Muss echt schwer sein für Josh. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Wahnsinn. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Endlich. Kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hierbleiben, aber okay. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja!
auf ins Abenteuer. Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Neue Leute, Zeit, sie zu begrüßen. Oh, was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Boop. Hey. Ja, ja, ja. Was ist denn das? Chris. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah,